Ich grüße euch zurück zu The Walking Dead. Wir sind jetzt alle zusammen auf der Farm, der Molkerei angekommen. Und jetzt gibt's erst mal Essen, würde ich sagen, ne? Gucken uns den Generator noch kurz an und dann gehen wir mal rein zu den anderen. Dafür, dass es Essen gibt, sitzen die hier ganz schön gemütlich draußen. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Hui. Looks like a feeding station for the cow. Wenn die Kuh nur gesund wäre. Vielleicht ist die Kuh ein Zombie. Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? He'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? So, Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Was? Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Verstehe nur ich das nicht. Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Aber wir wären auch nicht satt. I take it you and Kenny didn't exactly make up on the way here. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything. But gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Lee, I know you and Kenny are friends, but you recognize that he's not the right person to lead this group, don't you? Wir brauchen keinen Anführer. Du bist eine gute Anführerin, ich sag's ja. I don't know, Lovey. Both you and Kenny have been very important in keeping the group together. Yeah, well, if I don't keep us alive, there won't be a group to keep together. Wir haben alle eine sehr wichtige Rolle, außer Mark. Weil den keiner kennt, der ist einfach nur da. Muss ich jetzt wirklich mit dem nochmal sprechen? Ich kann gar nicht mit dem sprechen, sehr gut. Den hören wir nämlich schon sowieso genug, weil der sich in jedes Gespräch mit reinhängt. Ah, ich ersehne die Stunde, an dem ein Zombie kommt und den endlich mitnimmt. Was haben wir hier hinten? Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Die wollen wirklich hier bleiben. Ahnt er ganz einfach nichts Böses hier oder kommt ihm das nicht spanisch vor? Wir gucken erstmal hier hinter, bevor wir da reingehen. Was gibt's hier? Einen Heuballen. Lots of hay. Jo. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. Hier unten war doch noch was, oder? Nein, da ist nichts mehr. Dann gehen wir in die Scheune. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Ja, wir schlafen alle in der Scheune. Kommst du jetzt da rein? If there's not Nein, enough room er tut's in the nicht. House for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Was der sich für Gedanken macht. Lass doch erstmal das Essen rankommen hier. So, die Kinder haben auch schon ein neues Spielzeug entdeckt und schaukeln. Ach, ist das schön. Hey Clem, do you like the swing? Yeah, it's fun. Be sure to tell Andy thank you, okay? I will. Will you push me on it? Natürlich. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Wie findest du die Molkerei? What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do
Do you think things will ever get back to how they were? Natürlich wird es irgendwann wieder so. Not sure when. One day, things have got to get back to normal. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too. Wir sind hier sicher. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. Wie geht's dir? How you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? You got lucky out there. It'll be a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Then we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. All right, Clem. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck. Don't pop a gasket. Da, sehr gut. Wir haben Clementine kurz Hoffnung gemacht und gute Miene zum bösen Spiel. Warum soll es die Kleine schwerer haben, als es ohnehin schon ist? Da können wir ihr doch wenigstens noch ein bisschen gut zureden. Und sie macht sich Sorgen um Mike. Ne, wir machen uns Sorgen um Mike. Jeder macht sich Sorgen um Mike. Mann, 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 wer ist eigentlich Mike? Der hat bis jetzt noch nicht wirklich was Produktives getan hier. Fellas, how you feeling, Lee? I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So, are you ready to head out there and find their camp? Nicht jetzt. We'll go in a few minutes. Just need to check on a few things before we head out. Ach, wir müssen jetzt wirklich erst raus? Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. Ach verdammt, wir müssen jetzt wirklich direkt raus und das Lager finden. Ich will erstmal essen. Mann, seit Tagen habe ich nichts gegessen. Hey Lee, change your mind about going out to track down them bandits? Ja, was bleibt mir über? Komm schon, machen wir sie fertig. Those bandits are a danger to everybody. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Oh, sie macht sich Sorgen. Ich mag die Kleine. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. Suppe. Jemand war hier. Here. Oh shit, you found it? Es steht ein riesengroßes rotes Zelt in der Mitte. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Und gleich haben wir die Knarre von ihm an der Stirn. Das ist eine Falle, geh da nicht hin. Schleiche also. Nein, das ist eine Falle. Ich will da nicht hin. Ich riech den Braten doch schon. Geht's wieder zurück? Nein, wir können uns wirklich nur da ranschleichen. Hört mal, ich bin da jetzt gleich dran und dann... Oh, Mann, 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 Mann. Und das alles nur für Mark. Für den Neuen in der Gruppe. Und... You see anybody? Bleib wachsam. Stay on your guard.
Das ist eine Falle, du Idiot. Geh da nicht hin. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Was schrecken wir jetzt? This camp's too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Na gut, dann schauen wir uns um. Wir wollen auf jeden Fall Suppe vom Suppenexpress. Empty. But it looks like someone's been eating out of these. Recently. Ja, hat jemand aus meinem Süppchen gegessen? Nothing but fumes. Shit. Irgendjemand hat mein Benzinchen geklaut. What's in the boxes? They're all from Save Lots. The first few days they told me that they had been in Save Lots by the interstate. Anything worth taking? Das ist zu viel für einen. Nichts außer du brauchst leere Dosen. Not unless you need a bunch of empty cans. I'll pass. Doch, die muss man mitnehmen. Da kann man die ganze Farm vernetzen mit einem Kommunikationssystem der Extraklasse. Oh, was haben wir denn dort? St. John Dairy. Ah, die Molkerei. Untersuche Milchkarton. Boxes from the dairy here. Oh oh. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Das will mir nicht schmecken. Also entweder der ist wirklich nur sehr, sehr komisch gezeichnet, aber der macht mir irgendwie ein mulmiges Gefühl. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Mann, pack das Zelt ein. Setz dich erstmal. Looks like they expected to be here a while. Was gibt hier? Eine Kiste. Empty. Was war das? Oh oh. Eine Kamera? Sehen so Kameras aus? What do you find? A video camera. Let me see that. Nein, das ist meine. Dead, though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. Genau. Auf der ist irgendwas drauf. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Hm, das hat er sich also gemerkt mit der Demokratie. Nein, wir sind alle Anführer. Ich will auch mal Captain sein. Wir haben alle das gleiche Mitspracherecht. Alle außer Mike. Just water. Aber es dampft noch. Wir sind hier nicht allein. Haben wir da noch? Noch eine Kiste. Nothing. Hm. Ohne Inhalt. Mensch, irgendwas muss es hier doch zu holen geben. Gartenstuhl, Flaschen, alles leer. Oder? Hat man die schon? Empty. Ja. But it looks like someone's been eating out of these. Recently. Ja, und nun? Und nu? Wir können hier nur im Kreis laufen. Geht's hier irgendwo wieder raus? Ich habe echt keine Ahnung. In die Kamera kann man nicht gucken.
Wir müssen wahrscheinlich wirklich darüber zum Zelt. Selbst reingucken. Ah, vorhin hat nur er reingeschaut. Natürlich ist er jetzt weg. Ne, da hinten war er noch. Ein blutiges Häschen. Nicht zu verwechseln mit einem blutigen Näschen. Das holt man sich bei Prügeleien. Und das gibt's im Spielzeugwarenhandel. Untersuchen. Da ist doch jemand drin, oder? Na, igitt. Ich nehme erstmal das blutige Häschen für Clementine mit. Oh, man. Will er nicht haben. Ein Foto. Und den Schlafsack. Is a kid mixed up in this? Was more like. Die Kleine ist tot. Oh Gott, was ist da drunter? Ein Kopf! The hell? Don't move. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Who the fuck are you? Look, it's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. Oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down! You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. Woher hast du Clementines Hut? Where did you get this hat? Das ist das Letzte, was ich wissen will, bevor ich dir eine Kugel zwischen die Augen jage. So what if I did? You stole it from me. What the hell are you talking about? Ist das ihre Mutter? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Leg die Armbrust weg. The crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Go on, tell him, boy. Tell him what you got in mind for. Oh, ho, 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 ho. Verdammte Axt. Damn it. Du hast diese Frau ermordet. You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Steam Errungenschaft. Vielen Dank für euren Einkauf bei SafeLots. It's a clean shot though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Come on. Ich bin nicht zwangsläufig amüsiert. Die Frau wollte irgendwas sagen. Nicht, dass es wirklich Clementines Mutter war, aber was macht die hier? Das ist doch Quatsch. Ich habe das Bild nicht richtig Man, gesehen. That was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny? What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama.
this isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on with them? Dunno. Squabbling, looks like. A lot of tension with y'all, huh? Gar nicht hinhören. Die können nicht anders. Don't mind them. Die sind so. Each of them wants to be in charge, you know? Well, it's probably just the hunger talking. We all get a little testy. We'll fix that shortly. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. Na, ich bin auch gespannt, ob endlich das Essen mal fertig ist. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Stopp, ich hab deinen Hut. Tja, wie weit seid ihr denn jetzt mit eurem Latein? Ihr habt vielleicht die Möglichkeit, das Bild hier eher nochmal anzugucken, indem ihr im Video ein Stück zurückgeht. War das die Mutter? Haben wir den Tod von Clementines Mutter zu verantworten? Da ist die kranke Kuh. Mabel. It's okay, Clementine. You can pet her. Nein, okay, go ahead. Fass sie nicht an. Die ist krank. Wow. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. Was? Sie ist nicht krank. What's this thing? Die Kuh trägt. Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. So, als allererstes gibt's deinen Hut wieder hier. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? Der Gedanke ist mir lange nicht gekommen. I don't know. I haven't thought about having kids in a long time. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Och, nö, du, lass mal. She looks skinny. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Like shit, right, Lee? Okay. Ja, unser guter Einfluss auf Kinder. Hey there, Andy. Yeah. So, Danny und ich haben im Wald eine Frau getroffen. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. He probably talks a little more than he oughta. Er weicht aus. Wann glaubst du, können wir endlich essen? When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Ja, ja, ich höre mal bloß, Mama kocht was, Mama kocht was. Wann gibt's hier endlich mal was zu essen? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Thanks. Yep. Der Kuh geht es abgenickt. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Na gut.
Dann beenden wir hier mal die Folge und hoffen, dass es in der nächsten Folge endlich mal was zu essen gibt. Ich meine, so langsam fallen sie ja doch vom Fleisch hier. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze noch hinführt hier. Ich glaube, wir sind nicht mehr so ewig auf der Molkerei. Und vor allem das Wichtigste, wir müssen gucken, was mit Mark passiert. Kommt er durch oder nicht? Mensch, die tragende Figur dieses Spiels. Ja, das alles und wie es mit Mark weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis morgen, haut rein, ciao.